Okay. Schama-Friseur, was? Okay, 7. Folge für heute. Und es wird und bleibt spannend. Talala. Hast gerade ein Blatt durch spät geflogen. Oh shit, look. Mr. Ravana face. That's gotta be it. Okay. Let's find a way to fuck Fedra. This, fuck Fedra gate. Very creative. Gets right to the point. Let's get closer and scope it out. Scope it out. Hab ich hier schon einen Zoom? Nee, muss ich mir das kaufen. Wir müssen eine Werkbank für finden. Sehr schön. Getarnt. Dass die Arme nicht so alles mittlerweile 2038 hat. Oder 36 oder 48 oder 2177. Was auch immer. Eine Taschen am Bahn. Da komme ich nie rein. Do you know the code? That note I found has a bunch of them. But East we 2. Need to get power to the gate first. Ach so. Ja, Kabel von da hinten holen. Oder einen Generator machen. Okay, here we go. Ups. It's out of gas. No fuel. God damn it. Joel. Well, what do we do now? No fuel, give me fire. The note. What? The note mentioned that there's gas in the courthouse garage and the dome. All right. Courthouse garage and the dome. So what's the plan for finding these places? We ride around and see what we see. You think Tommy came through here? Bet he did. Warte. Hase wie. Okay, das sieht auch sehr nach einem Kuppelgerichtsgebäudenapparat so, aus. Where are we? In Seattle, glaube ich. Ja. Pretty sure we're here. Ah, nice. I'll mark it up as we go. Danke. Das fuck Fedra. Okay, das finde ich lustig, dass sie das so nennen. Ja, das ist das Gerichtsgebäude. Ich sehe es ja. Ich kann einfach hin. What the hell happened out here? Was? I'm guessing the military bombed the shit out of this place. Why would they do that? Well, they would sometimes destroy parts of the city that were lost to the infected or to rebels. That seems like overkill. Well, it usually worked. On the infected or the rebels? Both. Shit. Believe me. Mag die Optik. You're lucky you didn't go up with QZ. Oh, ich mag das. I'm starting to get that impression. What would have happened if I'd stayed? I'd probably just become one more asshole soldier. No way. I can't see you taking orders from anybody. Yeah. Good point. Yeah. I was expecting the Seattle QZ to be a lot more occupied. Yeah. Maybe they're all hiding at the Saravina. How many good men there are anyway? Well, at least 8. If we're lucky, that'll be it. We'll be fine. We should stay alert. Stock up while we can. Sachen klauen. Hello. Ja, was ich mich gerade. Ups, war das? Achso. Ja. Ist doch gut. Ich wollte sagen, wie weit können wir jetzt hier
Kartenort vollständig, aha. Okay, I think that's everything here. Nee, jetzt noch weit, Kumpel. Kumpeline. Ja, ich wollte gerade sagen, wie weit können wir hier noch rumlaufen, aber wenn die Karte anscheinend schon vollständig ist. Oder einfach nur der Punkt. Ich verstehe das doch alles nicht. Open World wollte ich nicht. Open World stinkt! Linear ist die Zukunft. Wieder. Wir müssen wirklich hoffen. Ellie, I think Shimmer's getting sick. What? How can you tell? She sounds a little hoarse. Oh boy. Come on, that was a good one. Ich hasse Dina, ich hasse sie richtig. Ich muss immer Witze machen. Dumme. Ich meine schon. Ja, 2013 kannte. Aber das Spiel spielt ja quasi 2013. Seitdem ist ja nichts mehr passiert in der Welt. Also okay. Ich kenne Memes nicht. Also schon, aber nicht mehr. Nicht so richtig. Vielleicht mal jetzt wieder auf ihrer Karte rum. Uiuiui. Akten. What you got there? Colin, ich hab. Hey, what is it? Says there are supplies at some bank. Might be worth checking out. Ich habe schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake Bank noch nie durchsucht wurde. Wenn das stimmt, könnte es da jede Menge Vorräte aus der Zeit vor dem Ausbruch geben. Wir sollten uns das ansehen. Wenn da drin genug Waffen sind, kenne ich ein paar Jungs, die uns dafür sicher aus diesem Scheißloch rausbringen. Na komm schon, ich habe nicht genug Mumm, um da alleine reinzugehen. Aaron. Hey Aaron. Okay. Die Bank habe ich da eben schon gesehen, ne? Ja, mal zu Fuß gehen. Was war denn jetzt die Bank? Sind wir da gerade drin? Ich hab doch da eben, ich hab doch beim Rüberschweifen hab ich doch irgendwas eben schon gesehen mit. Schwobidobi Bank. Wahrscheinlich das da hinten. Ist auch wieder so offene Gebiete, wie es schon in Uncharted 4, also unerforscht 4, gab. Nein, der war schlecht. Die Glücklichen. Look at the sign. Ja, das ist eine Bank. I think we found the bank. Bank, Scotland. Your call. Ich würde sagen, sie. Let's fucking go! Überall this Zombies cool. Hier wahrscheinlich. In like a holy shit, we might get crushed kind of way. Relax. Probably been like this for years. It's not gonna collapse today. I think. Not a fan. Nathan Drake wants to know your location. Ooh. Your call. They're wearing body armor. Was ist das denn? Das finde ich aber nicht so toll. Mich nicht gesehen, Kumpel. Freue mich auf Nudeln. Das ist schön, wenn Nudeln dich glücklich machen. War auch Nudeln, aber ich habe. Ich habe aber keine Nudelsoße. Nudel. Muss morgen wahrscheinlich nochmal einen Mini-Einkauf machen. Einmal für die nächsten Tage ein bisschen warten und dann wird wieder richtig gar gekocht. Ich muss ja morgen arbeiten, dann kann ich nicht einkaufen. Kannst auch rauchen, von Abend lehnen zu. Voll doof. Weil ich immer bis Feierabend habe, kann ich danach nicht einkaufen. Wissen Sie davor. Aber das ist ja kacke, weil dann die ganzen Sachen ja irgendwie stundenlang da in meiner Tasche rumschwirren.
Ja, da muss ich mir mal irgendwie was überlegen. Mir geht's gut. Knack, knick, knack, knick, knick, knick. Ja, dann sehe ich jetzt vielleicht. Dann sehen wir noch normal aus, glaube ich. Das war ein bisschen unspektakulär. Okay. Okay. That's all of them. Sei ja. God. Well, we found the bank. What's with the body armor? They don't look like soldiers. Yeah. Not sure. Ja, da sieht genau aus wie die andere. Komisch. Sieht schon mal an, sowieso so rote Linsen und mehr. Möhren, Zwiebeln, Knoblauch, Zwiebeln, Rumsaft. Oh shit. It's like that movie. Which one? The one with the surfer bank. Alter, gefährliche Brandung. Oh yeah. I love that movie. Ja, Point Break auf Englisch. Tresor 60, 23, 6. Auflösung der Wache. Sagst du, war alles verstanden? Ach, ist alle vier Stunden. So. Mit Keanu Reeves. Ganz frühe Rolle von Keanu Reeves. Here we go. Jetzt habe ich gerade die Nummer nicht gemerkt. 60, am Anfang war 60, am Ende 6, die mittlere Zahl habe ich gerade vergessen. Kann ich mir das hier nochmal angucken oder muss ich das im Menü machen, ne? Ist okay. Man kann sich auch mal Dinge merken. 60, 23, 6. So. Theoretisch muss man ja auch in die richtige Richtung dann machen, ne? Das ist hier wahrscheinlich egal. Bei 23, ne? Ich bin nicht wieder komplett braindead. Ne! Boah! Was ist das denn? Mann! Ich hab einmal getippt hier, aber wenn man einmal tippt, guck mal hier, ich tippe, aber da, der ändert die Zahl noch nicht. Frechdachs. 60. 23. 6. Na gut, mach ich mal wieder fort. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön, gleichfalls. Ja, der Stream ist ja dann auch bald zu Ende. So, ja, 20 Minuten noch. Mal gucken. Ich hoffe, wir finden ein gutes Ende. Prrr. Nicht, dass es gerade spannend wird, ich dann aufhören muss. Oh, Shotgun. Oh, er hat sich wohl selbst umgebracht. Thanks, dude. Geido. Pumpgun. Boah, aber der Pumpgun. Bei dieser Art von Banktresoren kriege ich doch GTA Online Flashbacks, ey. Im hässlichen Überfall. The bag's full. Ja. If we were back in the old world, whew, we'd be rich. Ich würde sagen, Geld gibt's hier, glaube ich, nicht mehr. Diese Scheiße, fuck, wir stand da. Ich sollte nicht mal hier sein. Der verdammte Neal hat mich belabert. Hat gesagt, die, Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken, die überall herumlaufen. Hat gemeint, es wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass diese kranken Arschlöcher hier auftauchen mussten und dann alles schiefgelaufen ist. Ich habe einen von Kai weggezerrt. Der hätte mir fast den Arm abgebissen. Und dann haben mich meine eigenen Leute hier reingeschlossen. Die Cops werden bald da sein. Wenn ich untergehe, gehen meine Freunde mit mir unter. Ich werde es den Zeitungen erzählen, dem Fernsehen. Verdammt nochmal jedem, der es hören will, dass Kyle Peters, Leon, Travis und Neil Grant gottverdammte Feiglinge sind. Jo. Aha. Ich fühle mich gerade echt kurbel, schwitze wie ein Schwein. Arme ganz rot und schwarz, wo sie mich gebissen haben, kann ich klar denken. Oh Scheiße, passiert das so? Wäre ich zu einem von ihnen? Scheiß drauf, wenn ich drauf gehe, dann wie ein echter Mann. Jucken lecker. They tried robbing the bank on Kratzen lecker. Probably seemed smart at the time. Money! Eigentlich müssten wir jetzt den Joker machen. Haben wir noch einen Mollo? Nein, leider nicht. Schön anzünden. Fuck Capitalism.
So. What? Ach, Leute. Was ist denn das für ein Benehmen? Runner, over there. Das fällt mir einfach mal ein machen. Aber es kann. Wobei, so ein Health Pack wäre ja auch besser gut gewesen. Vielleicht sterbe ich jetzt. Impossible, you see me, saw me, saw me, zap me. Tschüss. Frag mich, wie sich diese Pilzköpfe anfühlen. Schleimig, das ist ganz fest. So ein bisschen porös wie echte Pilze, so ein Bauschaum. Man weiß es nicht so genau. Done. I think we're done with this place. Agreed. Done. Okay. Dann verpissen wir uns halt wieder. Piss. Checkpoint abgehakt. Kartenort vollständig. Nein, ich werde in Let's Play nicht alle Kartenorte vollständig machen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich jetzt schon 27 Stück verpasst. Weil hey, ich bei den meisten Bildern mal schnell durch wollte. What would you buy with all that money? I don't know. Maybe a big farmhouse? But you can get a farmhouse now. Okay. What would you get? A space shuttle. Oh, that's right. Your astronaut thing. Hey, it's cooler than a farmhouse. Astronauten-Ding. Ich hab grad Astronaut-Ending gelesen. Das Astronaut-Ending. Das geheime Ende von dem Spiel, wo einem Weltraum fliegt. Oh, got a shotgun out of it. Ups, oh, ich wollte wieder mit 3 Gas geben. Ich hasse Shadow of the Colossus. Alright, muss ich demnächst mal Let's Playen, möglichst schnell, damit ich, weil ich, noch habe ich alles im Kopf, so wie die ganzen Bosse gehen. Dass ich dann nicht wieder vergessen, aber dann wieder da sitze. Ich hab Platin, hab das 7-mal durchgespielt, ich hab alles vergessen. So, wollen wir jetzt da schon direkt weiter, oder wollen wir da nochmal uns umgucken? Ach. Ach, ne? Sag ich. Wozu die Eile, hey, Freunde? Ich habe 70 Euro für das Kackspiel bezahlt. 65. Should we check for supplies? Alter, neue Gitarrenseiten finden. Für Notfall. Jetzt haben wir ein paar Wah-Wah-Pedals. Man, imagine this place when everything was intact. You could just goof off, play some instruments. I bet we could scrounge enough stuff to start a band. You don't know how to play anything. I mean, I could definitely figure it out. Ich glaube, die Drums funktionieren nicht mehr. Ein Banjo? Geil. Banjo-Kazooie. Ja, hier ist so eine, ne? Yo. Check this out. Oh, wow, that was an interesting beat. Excuse me, I am a natural. Admit it. Ja, man, vergiss, wie die Dinger heißen, wenn man die Gitarre klemmt. Whatever. Vergiss immer den Namen von den Dinger. How about you be my groupie? Your what? Well, okay. Bands apparently had these hardcore fans that would just follow them around. Isn't that what I'm already doing? I guess so. Bin ich dran. Nee. Mhm. Nur Akustikgitarren. Voll boring. Wie die Flying V's haben. Pearl Jam. Lightning Bolt. Also Pearl Jam ist ja wirklich eine Band. Die kenne ich. Ist das wirklich ein Album, was die irgendwie 2013 oder vielleicht rausgebracht haben? Wäre interessant zu wissen. String Quartett in C Minor. Keine Ahnung. Sieht nach einem Metal-Album aus, das ist nämlich Blut. Pearl Jam. Marmelade. Perlenmarmelade.
Irgendwas Tolles ist irgendwie so gar nicht, ne? Mitnehmen. They got a bunch of records here. Gar nicht spielen, wa? Ups. Kriegt sie da nur eine Seite an? Nein. What was that? Nothing. Well, nothing sure sounds nice. Remember that night by the bonfire? Yeah. Oh, jetzt kommen hier die richtigen krassen, die Barré-Akkorde. Kriege ich nicht hin. In echt. Also ich kann auch in echt keine Gitarre spielen, aber... Tatsächlich fucking take on me. Was ich halt echt geil finde, dass da halt echte Griffe sind, die wieder macht. Beim anderen Spiel mit Gitarre immer so komplett schief einfach. Und du siehst einfach das, was gespielt wird, ist einfach ganz anders als das, was sie da für Bewegung macht. Die Person, die Figur. Aber hier, ob es halt immer die richtigen Griffe sind und die, die man auch hört, das kann ich mir nicht sagen. Nein, schon, ne? Weil es einfach Motion Capture ist. You should have kissed me then. What? I wanted to. Me too. Alright. We should keep moving. So eine gute Gitarre findest du nicht mehr. Würde die mitnehmen. Okay, aber cool. Üben. Okay, dann will ich jetzt mal, kann ich jetzt hier einfach irgendwas spielen? Das wäre super. Einfach schön, tatsächlich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.
Ja, warte mal. Boah. Oh. Warte mal. Boah, ich krieg die. Also ich wüsste, wie man manche greift, aber ich weiß halt nicht, welche das sind. Ich merke mir halt nicht die fucking Dings dazu. Warte mal, A-Moll ist ja genau der da. Klassiker. Das ist. Da können wir ja. Das ist echt so, dass du da oben dann spielst nur die. Das ist voll geil! Für die innovative, intuitive Gitarrensimulation. Warte, dann machen wir jetzt. Das ist falsch. Warum geht denn. Ach so, ich. Ach, man spielt so rum. Okay. Ja gut, macht Sinn. Das ist ja auch im Gitarren-Dings eigentlich so, dass die tiefste Seite immer unten angezeigt wird. Also, warte. Oh, jetzt muss ich überlegen, was ist das? F? Nein. Ja, C dann. Warte mal. Scheiße. Jetzt brauche ich D. Wo ist D? Da. Hö. Nee. D-Moll dann wahrscheinlich, ne? Nee. Ach nee, H, nicht D. Und H ist B auf Englisch. Nein. Scheiße. Ich kenne mir M ist dann Moll? Ich bin so unwissend, ne? Scheiße. Aber eigentlich ist B doch. Warte mal. Sieht schon ähnlich an, ne? Guck ich gerade mal um. Gitarre gespielt. Scheißegal. Jetzt voll gerne, wenn ich halt Gitarre spielen könnte und dann einfach hier ein bisschen flexen könnte. Kann ich aber leider nicht. Hä, wo ist denn der? Bin ich jetzt doof? Das ist doch H gewesen. Das ist die einzige, die man bemerken konnte. Aber das D. Okay, fuck everything. A, B, C ist weniger als A, H, C. Das stimmt. Jetzt was anderes spielen. Ja, wenn ich mal sonst was könnte. Ich kann leider nur so Standardakkorde greifen, ne? Powerchords gibt's hier nicht. Das ist quasi ein halber Powerchord. Warte mal. Das sind dann die Metal Power Chords. Einfach nur die unteren drei Seiten spielen. Die Gitarre wäre das jetzt. Also E-Gitarre. Her! Hier ist. Ah, der Griff ist auch richtig hässlich, einfach nur, ne? Pass mal auf, ich google das gerade. Such halt. Warte mal. Das ist jetzt, weißt du, das ist jetzt der Abschluss. Wir sind auch gleich fertig, ne? Jetzt passiert eh nichts mehr. Jetzt können wir noch rumdödeln hier. Gitarre. Ah! Suche. Sieht man das? Den hier. Die unteren drei Seiten. So. Ja, so an. Das ist eigentlich. Aua! B-Dur, meine ich. Also H-Dur auf Deutsch. Meine ich. Ich kann mich auch komplett irren. Auf Gitarre. Akkord. Ne, dann habe ich das verwechselt. Wie geht's denn? Warte mal, dann machen wir das mal ganz billig. Das Lied, was jeder Anfänger Pleb-Gitarrist lernt und ich immer noch nicht richtig kann. D. Dann war das doch D. Okay, ich hatte mir immer so eine Brücke, weil ich diesen Griff immer so hässlich fand, habe ich immer H wie hässlich, weißt du, aber das war dann D. D wie dämlich, wohl ja. Ja, aber D ist hier was völlig anderes. Will ich mich verarschen? Ja gut, ist vielleicht eine alternative Spielweise, ne? Das kann natürlich sein. Aber dann funktioniert ja das. Oh Gott. Ja, das ist wahrscheinlich hier irgendwie.
Ja, ich wollte Johnny Cash hört spielen. So, das ultimativ easyste Lied, wo gibt. So, nämlich. So in etwa. Ja, das kommt ihm schon recht nah, verhältnismäßig. So. Let's play, ist ja dein Upload. Und jetzt? Sieht professionell aus, ist es aber nicht. Amol. Aber das ist schon cool. Also ich finde die Simulation hier, also klar, ne, mit diesem Rumwechseln ist halt voll stressig so. Muss man sich halt merken. Obwohl es wie am echten Gitarre spielen. Das Wechseln ist halt auch schwer. Und wenn man sich das dann merkt, kann man dir bestimmt geile Scheiße spielen. So. Nein, oh Gott. Naja, die Aufschläge und Abschläge funktionieren aber auch nicht so gut. Weil sie nicht so elegant an, wie sie sollen. Oh Mann, ey. Den Griff mag ich, der ist voll entspannt, den zu greifen. Brauchst du meinen kleinen Finger nicht eigentlich auf die unterste Seite, also die höchste Seite legen? Ich bin halt ein Anfänger. Weniger als Anfänger. Aber demnächst will ich es endlich mal angehen. Ich habe schon mal geguckt, Gitarrenunterricht, aber es ist scheiße teuer. Und ich bin alleine nicht in der Lage dazu. So. Wie gesagt, die Zeit ist eigentlich vorbei. Eigentlich ist sie gerade perfekt vorbei. Komm, dann hören wir den Musikladen auf, dann fange ich nächstes Mal wieder an und spiele wahrscheinlich wieder ein bisschen. Schön. Gut. Das war's. Der erste Stream zu... Ups. Ne? Lars auf was. Ist schon cool. Gehen wir mal speichern. Komm, gehen wir mal speichern. Das Bild, ey. Neue Spieldaten, würde ich sagen. Einmal einen manuellen haben. Wir haben schon 2 Trophäen. Das sind schon 67% von dem, was ich in Teil 1 hatte. Geil. Gute Nacht, ja. Ich werde mich jetzt ranmachen. Vielleicht kommt die erste Folge morgen. Nee, ich denke übermorgen. Ja, mal gucken. Jetzt sind natürlich alle Folgen irgendwie leer, ne? Also morgen muss ich auf jeden Fall mich ransetzen. Aber passt schon. Ja, ich kann auch wieder gleich ins Bett. Ist ja schon 20 nach 11. Ja, morgen wieder früh aufstehen. Kein Bock. Und arbeiten. Kein Bock. Aber geht. Gut. Warte mal, morgen ist Freitag, ne? Ich würde überlegen, ob ich jetzt vielleicht die Tage, vielleicht am Sonntag oder so einen Stream mache. Weil ja der neue Smash-Charakter draußen ist. Die muss ich natürlich noch testen. Problem ist, die muss ich mir noch kaufen für wahrscheinlich 20 Euro. muss ich mir aber nochmal überlegen, ob ich das jetzt schon mache. Ich muss auch noch kaufen und ich habe zwar Geld, ich bin reich, aber muss man mal überlegen. Aber irgendwann passiert das auf jeden Fall nochmal. Gut, ja, dann war's das. Ich danke fürs dabei sein. Nächste Woche Donnerstag geht's weiter. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, weiterzuspielen. Gefühlt sind wir halt immer noch voll am Anfang. Aber ist ja nicht schlimm. Mag es eigentlich, wenn Spiele sich auch Zeit lassen. Also, ne? Dann bis nächste Woche. Bis denn. Danke und tschüss.